Die Geschichte, die heute erzählt wird, ist Nosferatu, eine Symphonie des Grauens. Er ist von Murnau, dem deutschen Autor und auch Filmproduzent, geschrieben. Jetzt kommen wir erstmal zur Handlung. Der englische Sekretär Hutter lebt glücklich in Wisburg in England, mit seiner Frau verheiratet. Aber eines Tages, ach was sage ich da, sehen Sie es doch einfach selbst in Nosferatu, eine Sinfonie des Grauens. Ich muss noch ein paar Blumen pflücken für meine Allerliebste. Hallo Schatz, sieh mal, was ich für dich dabei habe. Extra für dich gepflückt. Sie bitte, junger Mann, Sie werden Ihrem Schicksal nicht entkommen. Ich weiß, wovon ich da rede, aber ich habe einen Tipp für Sie. Bitte! Der Agent Renfield war ein sehr seltsamer Mann. Er hatte auch immer sehr unangenehme Gerüchte, wie in diesem Fall. Thank you.
Jonathan, schau mal, was ich hier habe. Ein sehr wichtiges Brief von Count Dracula. Er wünscht sich ein Haus in dieser Stadt. Und dies ist eine gute Gelegenheit für Sie, Hacker. Der Graf ist reich und frei mit seinem Geld. Sie haben eine wunderbare Reise und so jung wie du bist, ist es egal, ob es ein bisschen Schmerzen oder ein bisschen Blut sie abgeben muss auf der Reise. Sieh doch, Harker, da auf der Karte. Karte, da liegt Kanzler Slavien. Siehst du das alte Haus da vorne, Harker? Da will der Graf einziehen. Orlok, meinen Sie das wirklich? Das alte Haus da vorne, die Ruine? Das ist doch schon seit Jahren unbewohnbar. Oh, Harker, verlassen Sie mich jetzt und gehen Sie auf die Reise. Aber fürchten Sie sich nicht, was die Leute über Transaslavien so sagen. Das Land der Phantome. Lucy, rat mal, was ich für eine gute Nachricht für uns habe. Orlok hat einen gefunden, namens Graf Dracula. Der hat ein Haus für uns. Ich soll ihn eins verkaufen. Hier, die alte Ruine, er will sich die zurecht machen. Naja, ich muss auf die Dienstreise. Macht's gut. Nida, mach dir keine Sorgen, es wird mir nichts passieren. Ich komm doch bald wieder.
bitte schnell, ich möchte noch heute zu Graf Draculas Schloss. Ach, Sie müssen da nicht hin. Bleiben Sie noch hier, weil heute Nacht die ganzen Geister und bösen Mythen, jede Nacht sind sie da im Transslawien, im Phantomland. Bleiben Sie bitte hier. So ein Scheiß, ach, weg damit!